Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Im letzten Part haben wir Sandra, die Arenaleiterin von Ebenholz City, besiegt. Allerdings möchte sie das nicht wirklich akzeptieren. Dementsprechend sollen wir uns jetzt in die Drachenhöhle begeben, um dort getestet zu werden. Ja, ich möchte surfen. Die Frage ist, ob ich Schutz habe. Weil weder hier noch in der Drachenhöhle möchte ich gerne auf Pokémon treffen. Ja. Sogar noch 16 Stück. Das sollte reichen. Njong. Drachenhöhle, geradeaus. You don't say. Wenn Sandra nichts dagegen hat, wird auch ihr Großvater, unser Meister, sicher kein Problem damit haben. Bitte, tritt ein. Danke. Drachenhöhle. Und ich mag dieses Bild. Das ist richtig toll. Und ich liebe die Musik hier drin. Du, was hast du hier zu suchen? Hier darf nicht jeder rein. Ich bin aber nicht jeder. Ich darf hier rein. Gut, du hast auch ein Dragonier, das ist schön. Deswegen habe ich auch Badi immer noch vorne. Also ich finde die Drachenhöhle total toll. Ich mag den Aufbau. Ich mag die Aufgabe, die uns hier drin erwartet. Oh, die Musik. Die Musik ist so gut hier drin. Passt auf jeden Fall ziemlich gut. Im Anime sah die Drachenhöhle ja ein bisschen anders aus. Da war ja am Ende so ein kleiner... Na, so eine kleine Wiese. Wo dann auch ein bestimmtes Dragoran lebte. Falls sich da irgendwer dran erinnert. So... Da ist noch ein Item. Calcium, okay. Nimm ich gerne mit. Ich mag die Musik hier so gerne. Ich möchte am liebsten gar nichts sagen dazu. Aha! Wusste ich's doch. Oh, bemerkenswert glücklich. Das freut mich aber. Gut, dann müssen wir hier ins Wasser. Brauchen wir hier drin nicht sogar Whirlpool? Fällt mir gerade so ein. Ich meine ja... Verdammt. Hier sehen wir auch überall diese Ruinen. Finde ich total toll. Und hier sehen wir auch den Schrein. Wir können hier auch mal anlegen. Wir kommen allerdings von hier nicht rein. Drachenschrein. Der Schrein ehrt die Drachen-Pokémon, die früher in der Drachenhöhle lebten. Genau. So. Auf jeden Fall müssen wir irgendwo nach links. Da waren auch noch Trainer. Das weiß ich ganz genau. Hier war schon mal eine. Und ich nehme jeden Kampf mit. Hey, hier haben einfache Leute keinen Zutritt. Und was machst du dann hier? Wie unverschämt die hier alle sind. Und hast du auch noch ein Seepaar. Na toll. Dankeschön. So. Ice Beam. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber irgendwie muss man sich ja zur Wehr setzen. Gut. Da wechseln wir mal. Ich mache übrigens heute mal wieder so einen kleinen Aufnahmemarathon. Also der Part hier vor, der Arena-Kampf, war der erste Part. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, noch ganz viel Heart Gold aufzunehmen, bis ich keine Lust mehr habe. Weil ich gar nicht mehr so viel auf Vorrat habe. Das sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Aber durch die Weihnachtszeit, wo ich überhaupt nicht aufnehmen konnte und so weiter... hat sich das so ein bisschen, ja, so ergeben. Da ist mein Vorrat an Parts so ein kleines bisschen geschrumpft. Aber gut. Muss ich das jetzt eben nachholen. Ladungsstoß. Das sollte eigentlich ausreichen. Jawohl, gut. Das sind zwar optionale Kämpfe, aber ich mache die doch gerne. Und Takoro freut sich auch darüber, damit er endlich mal Level 40 erreicht. Freue ich mich, wenn sich Takoro irgendwann mal entwickelt und dann groß und stark ist. So, ihr habt, glaube ich, zwei Dratini, wenn mich nicht alles täuscht. Da, ein Fremder! Wer bist du denn? Niemand. Beachtet mich gar nicht. Ich schleiche nur durch die Gegend. Ja, Dratini. Ich meine, ich habe Amde als zweites Pokémon. Gut.
Dann schießen wir das linke mit Eisstrahl ab und das rechte mit Drachenstoß trifft alle Pokémon. Was zur Hölle? Dracometeor trifft auch alle Pokémon. Was soll denn das? Oder? Trifft das alle? Oder sieht das nur so aus? Sieht, glaube ich, nur so aus, oder? Es sieht, glaube ich, nur so aus. Ja, werden wir auch nicht feststellen. Das sah jetzt irgendwie so komisch aus. Oder ich bin einfach nur verwirrt, eins von beiden. Ich tippe mal auf das Letzte. So. Donnerblitz. Wow. Okay. Da will aber einer hoch hinaus. So. Eisstrahl. Zack. Bam. Okay. Ich meine 100 Stärke plus Step. Da haben wir eine Stärke von 150. Plus sehr effektiv. Das tut schon ziemlich weh. Aua, das tat weh. Genau das habe ich gerade gesagt. Und jetzt muss ich irgendwem Whirlpool beibringen. Wahrscheinlich Bardi, denke ich mal, weil Amde hat ja schon Kaskade. Wobei Kaskade, wie gesagt, in dem Fall wahrscheinlich auch besser wäre. Whirlpool. Oh, das ist so eine dumme Attacke. Vor allen Dingen, die zieht sowieso nur so wenig ab und hat dann eine Genauigkeit von 70. Ja, gucken wir doch mal. Was würde sich dann hier anbieten? Oh. Nein. Was kann denn dann Amde im Gegenzug? Drachenstoß, Kaskade, Nassschweif und Dracometeor. Ich glaube, das ist sinnvoller. Nein. Nein, ich... Nein. Ja. Weil da jetzt Lake wegzunehmen oder so, das fände ich irgendwie doof. Und Nassschweif brauche ich sowieso nicht, wenn ich Kaskade habe. Außerdem ist Nassschweif auch so eine Attacke, die gerne mal daneben geht. Ja, dann musst du jetzt leider den Whirlpool nehmen. Ich nehme ihn dir vor der Pokémon-Liga wieder weg. Und bring dir irgendwas anderes Sinnvolles bei, okay? Gut. Kompromiss. So. Gut. Zack. 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 Ich finde übrigens, die Strudel sehen hier ziemlich beeindruckend aus. Also in Gold-Silber-Kristall waren die wirklich sehr mimelig. Aber hier sind die schon ziemlich toll. Und haben eigene Soundeffekte. Yay! Gut. Dann surfen wir hier erstmal gekonnt vorbei. Erneuern unser Schutz. So. Denn ich glaube, hier liegt noch ein Item. In Gold, Silber, Kristall, oder in Gold und Silber besser gesagt, gab es diesen Schrein ja nicht. Da musste man hier hinten, glaube ich, den Drachenzahn finden, der lag hier. Und in Kristall gab es dann eben schon diesen Schrein. Generell, das war falsch, ähneln ja Hartgold, Soul, Silber eher Kristall. Allein wegen der Sache mit Suicune. Finde ich auch eigentlich ganz gut. Hier konnte ich irgendwo an Land, genau. Und da haben wir den Drachenzahn. Den werde ich auch gleich mal Amde geben, weil der Drachenzahn verstärkt ja Drachenattacken bekanntlich. Zack. So. Und es ist sicherlich nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, um wie viel Prozent. Um 10 oder so? Also nicht so extrem viel, aber doch ein bisschen. Ich weiß es nicht auswendig. Habe ich mich auch nie schlau gemacht? Muss ich auch nicht. Okay, auf geht's in den Schrein, der auch wirklich extrem hübsch ist. Oh, willkommen. Aber nicht doch, du musst dich für nichts rechtfertigen. Sandra hat dich zu mir geschickt, habe ich recht? Sie ist so ein eigensinniges Mädchen. Sei mir nicht böse, aber ich muss dich einem winzig kleinen Test unterziehen. Oh nein, keine Sorge, ich werde dir nur ein paar Fragen stellen. Gut, dann fangen wir mal an. Was sind Pokémon für dich? Jetzt haben wir hier Kameraden, Untergebene, Freunde. Ich würde sagen... Ja, ich glaube, man kann Kameraden oder Freunde sagen. Ich sag mal Freunde. Ich verstehe. Was benötigt man, um einen Pokémon-Kampf zu gewinnen? Strategie, Training, fiese Tricks. Ich würde sagen Strategie. Ich verstehe. Aber ich glaube, es gibt hier sowieso immer zwei richtige Antworten.
Gegen welche Sorte von Trainern würdest du am liebsten kämpfen? Schwache, starke, jeden. Jeden. Ich verstehe. Worauf muss man am meisten achten, wenn man Pokémon trainiert? Liebe, harte Bandagen, Weisheit, Liebe. Ich verstehe. Welche sind dir lieber, starke Pokémon oder schwache Pokémon? Starke, beide, schwache? Beide. Ich verstehe. In deiner Brust schlägt wirklich ein Herz zu Pokémon. Ich bin begeistert. Du hast genau die richtige Einstellung. Ich frage mich, wie man auch diesen Test nicht bestehen kann. Es ist so offensichtlich, was man antworten muss. Svenja, bewahre sie fest in deinem Herzen. Wenn dir das gelingt, wird es dir auch später in der Pokémon-Liga einmal von großem Nutzen sein. Oh, die Musik. Na, wie hast du abgeschnitten? Warte, lass mich raten. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Was, du hast bestanden? Niemals. Das darf doch nicht wahr sein. Nicht einmal ich wurde von ihm als würdig anerkannt. Sandra, dieses Kind ist eine wahre Offenbarung, was Technik und Einstellung angeht. Nun spring endlich über deinen Schatten und rücke mit dem Drachenorden heraus. Wenn du dich weigerst, sehe ich mich gezwungen, Siegfried davon zu erzählen. In Ordnung. Hier, das ist der Drachenorden. Los, jetzt nimm ihn schon. Endlich. Mit dem Drachenorden in deinem Besitz können deine Pokémon mit der Attacke Kaskade jeden Wasserfall erklimmen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Sandra, dieses Kind besitzt etwas, was dir fehlt. Denke mal in Ruhe darüber nach, was ich damit meinen könnte. Und tschüss. Übrigens, hast du schon einmal den Namen Lugia gehört? Es heißt, dieses Wesen habe vor langer Zeit auf den Strudelinseln gelebt. Lugia ist zwar ein Pokémon, aber ach schon gut, hör nicht auf das senile Gefasel eines alten Mannes. Und wir können hier, glaube ich, sogar noch ein Dratini bekommen. Soweit ich weiß. Geht das hier auch? Nee, nicht. Also in Kristall haben wir ja ein Dratini bekommen. Hier scheinbar nicht. Ist mir auch egal, ich habe ein Dragonier. Ich brauche kein Dratini. Gut, wir haben unseren Orden. Übrigens, was Siegfried und Sandra angeht, soweit ich weiß, ist Sandra die Cousine von Siegfried. Das stand mal in irgendeinem Lösungsbuch. So, ich werde auch kein Fluchtseil benutzen. Denn am Eingang oder Ausgang, je nachdem wie man es nimmt, bekommen wir noch ein kleines Geschenk. Von der lieben Sandra. Warte, ich möchte mich entschuldigen. Bitte nimm das als Entschädigung. Wir erhalten TM59, das ist Drachenpuls, da kennen wir ja schon. Ach, was das ist ja auch egal. Jedenfalls haut es ordentlich rein. Du musst sie nicht nehmen, wenn du sie nicht möchtest. Worauf wartest du noch? Du suchst den Weg zur Pokémon-Liga? Kehre zurück nach Malborkia und surfe von Route 27 aus nach Osten. Allerdings siehst du mir so aus, als hättest du erst noch was zu erledigen. Woher weiß sie das? Lass dich jetzt nicht gehen, klar. Egal, was du von nun an tust, wenn du aufgibst, bekommst du es mit mir zu tun. Denn das würde meine Niederlage gegen dich nur noch verschlimmern. Also halte die Ohren steif. Okay. Ich denke mal, ich werde Amde Drachenpuls beibringen, sobald er den Whirlpool verlernt hat. Drachenpuls ist zwar speziell und nicht ideal für Dragonier, aber besser als Whirlpool auf jeden Fall. Professor Lind ruft an. Hallo Svenja, wie steht's? Hör mal, ich habe hier etwas Tolles für dich. Hol es dir bei Gelegenheit im Labor ab. Bis die Tage. Okay. Dann werden wir uns doch mal auf den Weg nach Malborkia machen, würde ich sagen. Wir wollen ja sowieso Richtung Pokémon-Liga. Und dann können wir auch gleich unser Geschenk abholen. Pokémon-Kenner wissen natürlich, was es sein wird. Ich werde es trotzdem nicht verraten. Vielleicht gibt es ja Leute, die dieses Spiel noch nicht kennen. Kann ja sein. Zack. Gut, dann heile ich mich jetzt einmal, hol Tweety aus der Box und fliege geschwind nach Malborkia. So, gut, hätten wir das auch geschafft? 8 Orden haben wir nun, das heißt wir können zur Pokémon-Liga. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Malborkia wieder. So, da wären wir auch schon. Oh, machst du ein Foto von uns? Yay, ich liebe Fotos. Warum auch immer er direkt vor unserem Haus steht.
sehr hübsch. Ich glaube, ich werde mir auch am Ende des LPs mal alle Fotos ansehen, die wir gemacht haben im Laufe der Zeit. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, um das ganze Revue passieren zu lassen. Svenja, warst du aus bereits 8 Orden? Das ist ja unglaublich. Na los, geh schon zum Professor, er wartet bereits auf dich. Hatte ich vor. Oh, hallo Svenja. Mann, bei dir weiß man wirklich nie, mit was du einem als dieses überrascht. Dank dir macht meine Forschung ganz ausgezeichnete Fortschritte. Hier, bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und wir erhalten, wie es so üblich ist, den Meisterball. Ja, wir wissen, wie der funktioniert. Wir können damit jedes Pokémon fangen. Ja. Ja, ich kann damit sicher nicht mehr anfangen. Hier, du kannst ihn haben. Übrigens, vorhin waren ein paar wirklich hübsche Kimono-Girls hier in meinem Labor. Ja, das freut dich natürlich. Sie sagten, sie seien auf der Suche nach dir, Svenja. Man hört viel Gutes über dich. Weißt du das, Svenja? Du hast also den Kimono-Girls aus der Patsche geholfen, was? Das finde ich echt toll. Du legst dich für uns alle so sehr ins Zeug. Ich bin echt froh darüber, eine Freundin wie dich zu haben. Oh, das ist aber lieb von dir. Die Kimono-Girls sagten, sie würden im Tanztheater von Teak City auf dich warten. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das genau wie gerade. Wir sehen uns in Teak City wieder. Und da wären wir auch schon in Teak City. Und jetzt können wir endlich im Tanztheater gegen die Kimono-Girls antreten. In Gold, Silber, Kristall konnte man das ja schon beim ersten Besuch, hier erst wesentlich später. Rums! Warum? Warum kann ich nur nicht gewinnen? Aber war mein Gegner doch nur so ein mieriges Kimono-Girl? Hast du mir zugesehen, Svenja? Ja, ich habe verloren. Und ich dachte noch, es würde ein Kinderspiel, alle 5 Kimono-Girls der Reihe nach Platz zu machen, aber sie waren mir haushoch überlegen. Du bist bestimmt auch hier, um die Kimono-Girls herauszufordern, oder? Ruhe dich aber nicht auf den Lorbeeren deines Sieges über Team Rocket aus. Diese Kimono-Girls sind nämlich echt unglaublich stark. Aber geh nur, versuch's ruhig. Mich kriegt da niemand mehr rein. Ich habe keine Lust, dir dabei zuzusehen, wie du gewinnst. Okay. Tschüss, Basti. Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Guten Tag, ich darf mich vorstellen. Ich bin Tamao, eins der Kimono-Girls. Wir hatten bereits in Viola City das Vergnügen, nicht wahr? Nur jemand, der über ein aufrichtiges Herz und ein Händchen im Umgang mit Pokémon verfügt, kann Ho-Oh rufen. Die richtige Person lässt sich daran erkennen, dass sie das Rätselei bei sich trägt, wenn sie hier auftaucht. Ich habe Mr. Pokémon bereits im Vorfeld aufgetragen, es dem Richtigen zu geben. Und genau dieses Ei ist euch über Professor Lind in die Hände gefallen. Ein reines Herz alleine führt euch in diesem Pokémon-Kampf aber noch längst nicht zum Sieg. Ihr müsst doch genau wissen, wie ihr eure Pokémon einsetzen müsst. Und nun, lasst dich bitte überprüfen, ob ihr diese Fähigkeit tatsächlich besitzt. Seid ihr bereit? Jetzt muss ich mal überlegen. Wir müssen gegen alle 5 hintereinander kämpfen. Mit Bardi. Ja, okay. Wir sind bereit. Dann zeigt uns doch mal, wie stark die Freundschaft ist, die euch und euer Pokémon-Team verbindet. Schauen wir mal. Gut. In Gold, Silber, Kristall konnte man sie einzeln herausfordern. Hier muss man gegen alle hintereinander kämpfen und das ist ziemlich schwer. Und natürlich fängt sie direkt mit dem größten Tank überhaupt an, mit Nachtara. Macht zwar nicht so viel Schaden, ist aber schwer klein zu kriegen. Dementsprechend werden wir noch auf Psyana, Flamara, Blitzer und Aquana treffen. Also ich mag die Kimono-Girls sehr gerne mit ihren Evoli-Entwicklungen, aber sie sind wirklich nicht ohne hier. Vor allem sie haben alle Level 38 oder macht sogar mehr Schaden, der Eisstrahl, finde ich super. Das heißt, sie sind wirklich nicht zu unterschätzen. Vor allem wir sehen, Nachtara hält schon einiges aus. Hast du zufälligerweise noch einen Trank oder so? Nee. Okay. So, ein Kimono-Girl und Bardi ist schon im roten Bereich. Oder im orangefarbenen Bereich. Mal schauen, wie es weitergeht. Nummer 1 haben wir auf jeden Fall schon mal besiegt. Ihr habt mein Pokémon geschlagen. Richtig.
Eure Stärke ist wirklich beeindruckend. Ihr habt mich im Steineichenwald sicher an mein Ziel geführt. Ich bin Omeko, das Kimono-Girl, das sich einfach überall verläuft. Das könnte ich sein. Ich hätte das Vergnügen, mit eigenen Augen zu beobachten, wie ihr im Fleckmon-Brunnen Team Rocket vertrieben und dem armen Kurt in der Not beigestanden habt. Und nun, lasst uns kämpfen. Okay. Das finde ich übrigens auch sehr schön mit dieser Trennwand, die vor dem Kampf quasi auf uns zugeht. Passt auf jeden Fall zum Ambiente. Psyana! Jetzt muss ich mal einmal überlegen. Ich glaube, ich gebe Badi einfach mal einen Trank. Und hoffe das Beste. Also ich kann euch versichern, die Kimono Girls sind wirklich stark. Und man kann hier auch wirklich ziemlich viel einstecken. Also wenn das eine Nuzlocke-Challenge wäre, hätte man hier wirklich Probleme. Und wieso kannst du schon Psychokinese? Das ist unfair. Wow. Okay. Spam ruhig Psychokinese. Kein Ding. Autsch. Es tut schon ziemlich weh. Psyana ist natürlich eher auf Spezialangriff ausgelegt und nach Tara eher auf Spezialverteidigung. Ist ja bekannt. So. Wobei natürlich Finsteraura und Psychokinese, also die können schon richtig gute Attacken. Das muss man ihnen lassen. Und wer so einfach einen Lapras umhaut, der hat schon einiges drauf. Autsch. Das sollte es aber auch gewesen sein für das Psyana. Damit haben wir die, ja, Yoto-Entwicklung von Evoli schon besiegt. Die wurden ja hier erstmal eingeführt. In Yoto. Genau wie die Tageszeiten. Ja, ihr seid wirklich äußerst stark. Dankeschön. Nummer 3. Ihr habt Team Rocket vertrieben. Das war sehr gute Arbeit. Aber ihr seid euch hoffentlich bewusst, welch ein vortrefflicher Gegner ich bin. Ihr solltet niemals die Waffen meiner Frau unterschätzen. Ich bin Satsuki von den Kimono Girls. Und nun lasst uns kämpfen. Falls es dir nicht aufgefallen ist, die Waffen einer Frau habe ich auch. Ich bin auch weiblich. Und ich mag es auch nicht, wenn Frauen unterschätzt werden. Ich finde das furchtbar. Dass immer noch Frauen benachteiligt sind in vielen Lebenslagen. Nehmen wir zum Beispiel nur mal das Let's Play. Also, es ist immer noch so, dass mir viele Leute schreiben, du bist eine Frau? Wow, eine Frau, die Let's Play, das habe ich ja noch nie gesehen. Und keine Ahnung was. Und ich habe auch einfach das Gefühl, dass mich viele Leute anders behandeln, weil ich weiblich bin. Ich höre auch oft, ja, du hast nur so viele Abonnenten, weil du eine Frau bist. Ob das nun stimmt oder nicht, wenn es stimmt, ist es irgendwie doch traurig. Irgendwie schon, aber ich weiß nicht. Also man wird als weibliche Let's Playerin wirklich auf dieses Weibliche reduziert und das finde ich manchmal ein bisschen doof. Also manche Leute machen das, nicht alle, aber schon so ein paar. Und das finde ich immer sehr blöd. Ist aber nicht nur bei YouTube so, ist generell immer so. Frauen sind ja angeblich immer das schwächere Geschlecht, was meiner Meinung nach überhaupt nicht stimmt. Oh, ihr wisst wirklich, was ihr tut. Ja, doch. So, die vorletzte. Ihr habt euch gut geschlagen. Damals auf dem Eis wart ihr so nett, mich mit einem Schubser zu retten. Ich war verloren, wie festgefroren. Ich bin Sakura von den Kimono Girls. Auch außerhalb der Drachenhöhle konnte man deutlich vernehmen, wie gekonnt ihr auf die Fragen des Meisters geantwortet habt, ist klar. Und nun lassen wir unsere Pokémon gegeneinander kämpfen. Die haben auch alle so schön japanische Namen. Sakura und so weiter. Das ist der einzige, den ich mir merken konnte. Der ist ja auch relativ gängig. Also an japanischen Namen, also Sakura kennt man eigentlich. Ja, da wechsle ich vielleicht doch mal. So. Finde ich schön, dass die alle so japanische Namen haben. Gut predicted. Man muss auch, ich hasse dich, dazu sagen, dass die früher alle unterschiedliche Farben hatten. Wir hatten Rot, Blau, Grün und jetzt sehen die einfach alle gleich aus. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Ist wahrscheinlich einfach, damit man sie nicht unterscheiden kann. Jetzt spammst du Doppelteam, weil du keinen Donnerblitz machen kannst. Wirklich toll. Ja.
Oh, schön. Ich liebe Doppelteam. Wow. Habe ich jetzt überhaupt noch eine Chance zu treffen? Ich glaube nicht. Oh, okay. Das ist schon mal ganz gut. Wow. Kannst du auch was anderes als Doppelteam? Vielleicht? Eventuell? Ich hätte jetzt so Lust, auf die Speed-Taste zu hauen. Aber nein. Hallo? Es reicht langsam. Vor allem, das Doofe ist ja, meine Genauigkeit ist ja nicht gesenkt. Das heißt, also sein Fluchtwert ist erhöht. Wenn ich das Pokémon wechsle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe, genauso gering. Tschüss. Das ist der Nachteil. Wenn jetzt jemand Sandwirbel spammt, dann kann ich das Pokémon wechseln, das ist kein Problem. Aber Doppelteam bringt mir das gar nichts. Wie Betrüblicht. Tja. Und die letzte. Ich bin die letzte von uns Fünfen. Als wir uns in der Passage von Dukatia City trafen, wirkte die äußerst zuverlässig auf mich. Ich bin das Kimono-Girl Kumomo. Auch unter der Erde hält mich nichts vom Tanzen ab. Wie durch ein Wunder konntet ihr Team Rockets üble Pläne mit dem Radioturm durchkreuzen. Das war wahrlich beeindruckend. Und nun möchte ich euch eure Stärke noch einmal selbst im Kampf erleben. Okay. Die haben aber auch eine interessante Art zu reden. Sehr, sehr adäquat, sehr hochkarätig, sehr geschwollen. Ja, ich glaube, ich wechsle mal. Mit einem verbrannten Wasser-Pokémon gegen Aquana. Hydropumpe? Nee, Aurora-Strahl. Okay. Hätte jetzt mit Hydropumpe gerechnet. Oder Surfer oder so. Und wir sind sogar schneller. Ich meine, Elektro-Pokémon sind sowieso immer relativ schnell, aber Amphi ist eigentlich relativ langsam für ein Elektro-Pokémon. Du bist paralysiert. Finde ich super. Das finde ich auch super. Ladungsstoß. Der Part ist auch schon wieder relativ lang, sehe ich gerade. Ups, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Macht nichts. Das war's. Oh, das war sehr gut. Dankeschön. Wir haben uns in euch nicht getäuscht. Ihr seid wahrlich würdig, dies zu besitzen. Bitte empfangt unsere Gabe. Und wir erhalten die Klarglocke. Ups. Hört mir alle zu. Der Schatten eines riesigen Pokémon ist über den Glockenturm erschienen. Könnte das etwa... Nun denn, Svenja, wir eilen schon einmal vor euch zum Glockenturm. Ja, also in Gold, Silber, Kristall brauchte man ja nur die Buntschwinge. Und hier braucht man eben die Buntschwinge und die Klarglocke. So. Ich würde aber sagen, den Glockenturm erklimmen wir im nächsten Part. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Heart Gold. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.